Fuß, klar bei euch! Was ihr hier seht, ist ein Pub-Joint einer schönen Aktion der Grünen Jugend. Den haben wir durch ganz Deutschland fahren lassen. Und jetzt ist er hier auf der Hanfparade. Und wir werden hier sein und laut sein. Genau, genau so ist das. Wir wollen laut sein für die Legalisierung von Cannabis, weil wir uns die Unterdrückung durch den Staat nicht mehr erlauben wollen. In den letzten Jahren habe ich mich ja oft auseinandergesetzt mit der Drogenpolitik, habe versucht, mich einzumischen, habe Fragen gestellt, zum Beispiel an Mechthild Diekmanns, die selbsternannte Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Was da teilweise kommt, ist an Inkompetenz nicht zu erbieten, sowohl von Politikern der CDU, FDP und SPD. Die Inkompetenz ist da nicht zu überbieten. Wissenschaftliche Fakten werden gekonnt ignoriert und das kann so nicht weitergehen. Wir wollen unser Gras nicht länger auf dem Schwarzmarkt kaufen. Wir wollen es legal haben in Fachgeschäften, wo Beratung stattfindet, wo auf den Verbraucherschutz geachtet wird, wo auf den Jugendschutz geachtet wird und wo wir keine Angst davor haben müssen, dass uns das Gras auch wieder weggenommen wird und wir eventuell Strafen zahlen müssen, vielleicht in den Knast gehen. 300.000 Menschen in diesem Land sitzen im Gefängnis wegen Drogenbesitz. Das ist ein Zustand, den können wir nicht länger tragen. Andere Länder machen uns vor, wie es geht. Erst vor kurzem hat das Parlament in Uruguay die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Auch in den Vereinigten Staaten sind es mehrere Staaten, die schon Cannabis legalisiert haben. Und auch im Bund wird es dort nicht mehr lange dauern. Deutschland hängt hinterher. Wir versuchen hier eine Debatte zu führen, die tabuisiert wird, die ignoriert wird, die von den Medien komplett niedergemacht wird. Genau, du sagst es, Junge, scheiß CDU. Die Berichterstattung durch die Medien in diesem Land ist auch total tendenziös. Wissenschaftliche Fakten werden auch hier ignoriert. Alte Klischees und Propagandabilder werden weiter vermittelt. Unser Gras ist wie jede andere Droge gefährlich, aber sie ist nicht so gefährlich, dass wir sie nicht kontrollieren könnten. Und sie ist nicht so gefährlich, dass es gerechtfertigt ist, uns das zu verbieten, während andere Leute sich Koma saufen oder besoffen Straftaten begehen, besoffen Auto fahren etc. Die grüne Jugend fordert die Legalisierung von Cannabis als Medizin, als Genussmittel und auch von Nutzhanf. Wir fordern außerdem auch die Regulierung von allen anderen Drogen, weil die Prohibition hat uns nicht weitergebracht. Die gleichen Argumente, die wir für die Graslegalisierung verwenden, haben wir auch für andere Drogen, die auch gefährlich sind, die man aber auch kontrollieren kann und wo auch auf dem Schwarzmarkt Streckmittel hinzugefügt werden, die wir einfach nicht haben wollen. Ich möchte lieber einem Fixer sauberes Heroin legal verkaufen, als ihm den gestreckten Scheiß direkt in die Venen zu spritzen. Der Drogenkrieg international ist gescheitert. Das ist ein Fakt. Tausende Menschen müssen jährlich sterben, weil die Regierung, auch unsere Bundesregierung, auch die Regierung Merkel, es nicht hinkriegen, zu checken, dass die Drogenprohibition der Grund ist dafür, dass es überhaupt sowas wie Schwarzmärkte gibt, dass es Mafiastrukturen gibt, dass es Mord und Totschlag gibt wegen Drogenhandel. All das kann die Bundesregierung
Bundesregierung nicht sehen, will sie nicht sehen, will nicht sehen, für wie viele Tote diese Regierung durch diese Gesetzgebung mitverantwortlich ist. Das wollen wir ändern. Uns sind auch die Menschenleben von Menschen in anderen Ländern, von Unschuldigen, von Bürgermeistern zum Beispiel, von Journalistinnen, von Zivilistinnen. Auch diese Menschenleben sind uns wichtig und auch aus diesem Grund wollen wir den Drogenkrieg beenden. Ja, also, so lange habe ich jetzt nicht mehr, deshalb komme ich mal zum Schlusswort. Und ja, auch wenn der nette Herr hier vorne mich gerne länger reden hören möchte, aber ich muss gleich aufhören. Aber wir sind hier, wir wollen laut sein. Seid laut, macht die Bundesregierung und macht die Parteien darauf aufmerksam, dass das Cannabisverbot längst überholt ist, dass es nichts bringt, außer erhöhten Kosten für diesen Staat durch Polizei und Gerichtskosten, außer Streckmittelvergiftungen, außer Kriminalisierung von unschuldigen Menschen. Steht dagegen auf, habt Spaß hier auf der Hanfparade. Viel Spaß, Leute. Danke.